Moin Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei einer neuen Ausgabe unseres Fair Talks. An Land Gespräche im Weserschlösschen hier am Weserufer in Nordenham-Blexen. Da sind wir wieder zu Gast und haben uns jemanden an unseren Stammtisch eingeladen. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema aus dem Gesundheitswesen, kann man sagen, wobei das noch viel zu eng gefasst ist. Wir wollen uns nämlich über ein ganz spannendes Feld unterhalten, über das wir uns hier auch schon unterhalten haben, aber über das Palliativnetzwerk Wesermarsch haben wir uns noch nicht unterhalten und das wird Zeit, genau das nachzuholen. Und da habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Birgit Bärhorst, die Koordinatorin des Palliativnetzwerks Wesermarsch, Die ich hier begrüße. Und Frau Gerenken von der ambulanten Hospizhilfe in Brake, von der Diakonie. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir hier sein dürfen. Genau, erzähl uns doch mal kurz, was es genau mit dem Palliativnetzwerk auf sich hat. Wie lange gibt es dieses Palliativnetzwerk schon und was sind genau sozusagen die Aufgaben? Ja, das Palliativnetzwerk, das gibt es seit Anfang des Jahres. Das nennt sich ganz genau Regionales Hospiz- und Palliativnetzwerk der Wesermarsch. Das ist gegründet auf Anraten der Krankenkassen, weil die das gerne möchten, dass in jeder Region so ein Netzwerk entsteht. Wird auch gefördert von den Krankenkassen und vom Landkreis. Das bedeutet, dass wir Akteure aus der ganzen Wesermarsch, also von Lemwerder bis nach Guhave hoch, zusammensuchen, die alle im Hospiz- und Palliativbereich arbeiten und mit denen zusammen als Netzwerk zusammen agieren. Wir wollen uns besser kennenlernen, wir wollen uns besser vernetzen, wir wollen besser, dichter miteinander arbeiten. Wir wollen die Öffentlichkeit mehr informieren darüber, was wir für die Bürger und Bürger hier auch leisten können, beziehungsweise was sie auch für ihre Kranken, Sterbenden zu Hause noch empfangen können an Hilfeleistungen. Wer ist denn alles Teil des Palliativnetzwerkes? Da ist zum einen die ambulanten Hospizdienste, zwei, einmal in Nordenham und einmal in Brake haben wir einen. Das Hospiz am Wattenmeer aus Farele ist mit Teil. Der Förderverein für das stationäre Hospiz ist mit an Bord. Die Frau Strahlmann von der parenteralen Ernährung ist mit an Bord. Wir haben die Krebsberatung der Caritas mit dabei und sind jetzt noch auf der Suche nach weiteren Akteuren. Wir sind in Gesprächen mit Krankenhäusern, sind in Gesprächen mit Trauerbegleitern. Alle, die sich so diesem zugehörig fühlen, möchten wir gerne dabei haben. Da gibt es ja wirklich auch viele Akteure in dem Bereich. Ich habe gesagt, wir haben dieses Thema hier auch schon gehabt, zum Beispiel den Verein Lebenswunsch e.V., mit dem wir da, den wir hier vorgestellt haben, mit so einer ganz, ganz wertvollen Arbeit, der möglicherweise auch Teil so eines Netzwerkes sein könnte. Wie wichtig ist es, so ein Netzwerk eben halt zu haben, in so einem wichtigen Bereich, die Akteure, die in der Wesermarsch genau mit diesem Thema zu tun haben, das ganz besonders ist, das speziell ist, mit denen im permanenten Austausch zu sein. Genau, also dieser Austausch ist uns einfach wichtig, aber auch wirklich dieses, im wahrsten Sinne dieses Vernetzen. Innerhalb dieser Vernetzung gucken wir auch eben halt, welche Ressourcen hat jeder einzelne Einrichtung, wo können wir unsere Ressourcen miteinander ergänzen und vor allen Dingen, wo gibt es auch keine Doppelung mehr, dass man nicht auf zig Sachen gleichzeitig zugreifen muss, sondern dass man sagen kann, okay, hier laufen die Fäden zusammen. Wenn ich eine Frage habe, eine fachliche Frage oder, dann kann ich eben halt im Netzwerk mit reinschauen, bei den regelmäßigen Treffen dann diese Sachen gemeinsam dann erörtert und wir haben uns einfach auch gemeinsam mit auf die Fahne geschrieben, uns in der Öffentlichkeit gemeinsam aufzustellen, gemeinsam wahrgenommen zu werden und gemeinsame unterschiedliche Öffentlichkeitsarbeiten zu machen. Für wen ist denn das Netzwerk interessant? Für die einzelnen Protagonisten oder eben halt auch gerade für die Öffentlichkeit, um zu wissen, welche Einrichtungen es überhaupt gibt? Für wen ist dieses Angebot ganz genau bestimmt? Sowohl als auch. Also es ist in erster Linie für Angehörige, um da Hilfestellung zu geben, wo Hilfe benötigt wird. Als Informationsportal dient dieses Netzwerk, dass wir einfach, wenn Angehörige anfragen, ich habe das und das Problem, dass wir genau wissen, wen haben wir als Netzwerkpartner da und wer kann genau diese Frage beantworten oder genau diese Hilfestellung leisten. Dass sie nicht viele Wege gehen und viel telefonieren, sondern dass sie eine Anlaufstelle haben. Das ist bei der Koordination und dass wir dann gucken, wer ist genau die richtige Person, die da jetzt die Hilfestellung geben kann.
Das ist ja auch ein sehr spezieller Bereich. Ich habe gerade gesagt, natürlich im Bereich des Gesundheitswesens, aber während andere damit beschäftigt sind, jemanden gesund zu bekommen, geht es in dem Falle um Menschen, die am, ja, vielleicht am Lebensende angekommen sind oder wo das Lebensende absehbar ist und wo man versucht sozusagen die Leiden zu verringern. Kann man das so sagen? Also wo man nicht, es geht nicht um Gesundung, sondern es geht darum, die letzten Jahre, Monate gut zu verbringen, lebenswert zu verbringen. Genau, also das ist eigentlich das große Ziel. Also, dass das in der Situation, wo sich der Betroffene findet, dass man gemeinsam schaut, wo steht er, was braucht er noch? Und das Motto ist in diesem Bereich einfach Leben bis zuletzt. Und Leben bis zuletzt heißt in diesem Fall nicht, von morgens bis abends mit dem Betroffenen nur über die Krankheit und das Sterben zu sprechen, sondern ihm auch ganz klar zu zeigen, okay, du bist in einer ganz besonderen Situation, du bist in der finalen Situation. Und da schauen wir jetzt gemeinsam mit allen Möglichkeiten, die es gibt, hin, was hilft dir, diesen Weg auch in Würde und mit Anstand und auch mit Kraft und auch für die Familie eben halt mit Kraft. Es ist nicht immer nur so, dass wir den Betroffenen, der im Sterben liegt oder sich im Sterbeprozess begleiten, sondern in unseren ganzen Bereichen ist auch ganz viel das Angehörigenfeld. Und das ganz viel die Angehörigen, weil die bleiben zurück. Die müssen sich mit dieser Situation auseinandersetzen, lieben Menschen an seiner Seite zu verlieren und anschließend muss es ohne ihn weitergehen und das ist sicherlich nicht so einfach. Da springe ich gleich auf einen Punkt, den ich mir hier auch aufgeschrieben hatte, den ich ganz spannend finde. Sie bieten zum Beispiel, so wie es Erste-Hilfe-Kurse gibt, bieten Sie Letzte-Hilfe-Kurse an. Das klingt natürlich erstmal ganz, so kriegt man so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das hört. Aber, was, aber ist das so ein Kurs, der sich an Menschen richtet, die zum Beispiel zu Hause todkranke Familienmitglieder pflegen? Genau. Also, die hatten natürlich vorher überlegt, wer zu welcher Thematik mehr sagt. Und eigentlich war das so, dass wir gesagt haben, den Bereich mache ich. Aber müssen wir auch fair sein, ich steige da nämlich jetzt gerade erst ein. Und Birgit hat da schon nämlich Erfahrung und hat auch schon die Schulung. Und so würde ich das doch ganz gut finden, wenn du was dazu sagst. Ja, also Letzte-Hilfe-Kurse sind tatsächlich aufgebaut wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Das ist ein Basiskurs über 4 Stunden. Für Angehörige, für interessierte Bürger, die zu Hause schwerstkranke, sterbende Menschen haben. Und in diesem Kurs lernen sie wirklich Basics, was sie zu Hause ihren Lieben noch Gutes tun können, was sie machen können. Sie lernen Lagerung, sie lernen Handhabung, dass sie nicht einfach nur daneben stehen, sondern wirklich auch noch Hand anlegen können und wirklich was Gutes tun können. Sie lernen in den Kursen was über Medikamente. Sie lernen da auch mit dem Thema Sterben und Tod umzugehen, was man vielleicht bedenken muss als Vorbereitung, was man vielleicht auch noch besprechen kann mit dem Sterbenden. Da kommen teilweise ganz, ganz wichtige Gespräche dann noch zustande, die auch die Basis zwischen den beiden noch wieder sehr, sehr verändern und stärken. Geht es ja um so Sachen wie Unausgesprochenes oder noch zu Klärendes, genau. Sachen, die nach dem Tod organisiert werden müssen. Zum Beispiel, genau. Es geht auch ganz klar um Patientenverfügung, dass das geregelt ist. Es geht in den Kursen auch darum, wie es danach aussehen soll vielleicht, was man bedenken muss, wie der Sterbende sich das nach die Beerdigung vorstellt, dass sie einfach darüber sprechen und auch den Mut haben, solche Worte zu finden. Der Tod betrifft ja nun mal uns alle. Naja, logischerweise, das ist Ziel, aber ne? Wir wollen uns nicht so gerne damit beschäftigen. Genau. Ist das bei Menschen, bei denen wirklich absehbar ist, die wissen, ich habe nur noch endlich zu leben. Ich weiß, jeden von uns kann es täglich treffen, das ist klar. Aber wenn jemand weiß, mein Leben dauert noch ein paar Monate, oder nimmt der sich des Todes anders an? Ist das Ihre Erfahrung, dass da vielleicht ein anderes Verständnis für das Sterben da ist? Also es ist das ist ganz individuell, das ist völlig unterschiedlich. Es gibt wirklich Menschen, denen wir begegnen, die haben sich da sehr gut mit auseinandergesetzt und die haben trotz allem Fragen und auch Ängste, ganz klar. Und es gibt da halt auch wirklich Menschen, die das trotz allem, dass das nicht so weit mehr dieses Ziel Tod da ist, gar nicht drüber sprechen können. Und das ist, denke ich auch, ich weiß nicht, wie es bei dir, wie du das siehst, aber auch ein Generationsproblem teilweise, ne? Also was mir sehr häufig begegnet als Frage, wenn ich in Beratung bin, wenn ich frage, wie sieht ein Plan B aus,
wenn die Angehörige ausfallen könnte. Und dann höre ich immer nur, das geht nicht. Das ist die wichtigste Person, die darf nicht ausfallen. Ist richtig, aber was wäre, wenn sie ausfällt, wenn sie die Treppe runterfällt, sich einfach nur einen Fuß bricht? Und da machen sich wenig Gedanken drum, wie es dann aussehen könnte. Und dann kommt das Netzwerk ins Spiel, dass wir auch sagen, okay, wir haben hier auch stationäre Hospiz, dass man als Plan B vielleicht in Erwägung ziehen könnte, dass man da kurze Wege hat, dass man da dann auch drüber spricht, bevor es zu spät wird. Wie ist die Wesermarsch da aus eurer Sicht aufgestellt, was den Hospizbereich angeht? Wir haben halt zwei Anbieter, einmal wir von der Diakonie. Wir sind zuständig von Ohrenkirchen bis hoch nach Lemwerder, also mehr den südlicheren Bereich der Wesermarsch. Und den nördlichen Bereich macht der Hospizverein aus Nordenham. Und wir stehen da ja alleine schon durch das Palliativnetzwerk und auch so im guten Austausch miteinander. Und wie sind wir aufgestellt? Im Augenblick haben wir ganz klar Mangel an Ehrenamtlichen, weil der Bereich, die Begleitung findet durch Ehrenamtliche statt. Und da wünschten wir uns einfach mehr Ehrenamtliche. Und ja, es wird immer gestorben. Ne? Und unser Ziel ist gemeinsam, dass jeder auch eine Begleitung bekommen sollte, der eine Begleitung wünscht. Also ich habe tatsächlich mit einer Sterbebegleiterin schon fürs Radio gesprochen. Sie will immer auch hierher kommen. Das hat zeitlich nicht gepasst. Wir arbeiten aber dran und werden sie mit Sicherheit nochmal hierher bekommen, die das seit 25 Jahren macht. Und die sagt, das ist einfach eine ganz bereichernde, eine ganz wertvolle Arbeit, die sie da macht. Und sie sagt, so traurig der eigentliche Umstand ist, so glücklich macht sie diese Arbeit. Können Sie das oder könnt ihr das bestätigen? Ist das so? Durchaus. Man erfährt ganz viel Dankbarkeit. Man bekommt ganz viel Gespräche mit. Man bekommt ganz viel intime Momente, auch von dem Sterbenden. Der öffnet sich, der spricht mit einem. Das sind schon ganz bewegende Geschichten, die man dann auch zu hören bekommt. Und all die Koordinatoren kommen eigentlich zum größten Teil immer aus dem pflegerischen Kontext, haben entweder eine Altenpflegerin oder eine krankenpflegerische Ausbildung. Und ich kann für mich da durchaus sagen, in meinem eigentlichen Beruf als Krankenschwester, ich habe vorher in der zentralen Notfallaufnahme gearbeitet, dieses Zeitmanagement, dieser Druck, dieses Power, Power, Power und schnell, 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 das ist das, was mich jetzt in diesem Beruf total fasziniert, dass ich mit Ruhe auf den Einzelnen zugehen kann, dass ich ganz viel Zeit mir nehmen kann. Und dass mich nichts von außen hetzt, dass mich nichts hetzt, dass der Nächste genauso meine Hilfe gebraucht dann. Woran fehlt es besonders? Ich stelle so ein bisschen fest, zum einen gibt es natürlich die Einrichtungen, die ambulanten Einrichtungen, aber es gibt natürlich auch viele, die zu Hause sterben wollen, die sich von den Familien, soweit es möglich ist, pflegen lassen wollen, die solange es irgend geht, ihr in Anführungsstrichen normales Leben weiterführen wollen. Wie ist da die Situation? Wie nehmen Sie das wahr? Also grundsätzlich ist das jedem so, wenn Sie ihn ansprechen und sagen, wie möchtest du sterben, sagt er, zu Hause, ich möchte abends ins Bett gehen und morgens nicht mehr aufwachen. Das ist die Traumvorstellung von jedem, ist auch meine Traumvorstellung, ohne Frage. Nur das Leben spielt manchmal anders. Ja, ne? Durchaus. Und das habe ich ganz ehrlich gesagt die Grundfrage vergessen. Das, was fehlt. Das, was fehlt, ist definitiv Pflege. Die Pflegedienste, die sind sehr stark überlastet, die haben wenig Zeit, um sich da drauf einstellen zu können. Die haben zu wenig Pflegepersonal, das da auch rausfahren kann, das da hinfahren kann, dass dort auch wirklich eine palliative Versorgung stattfinden kann. Das ist gerade so der häufigste Grund, warum die Menschen doch in Einrichtungen versterben, anstatt zu Hause. Und es fehlt insbesondere, da kann ich nur unterstützen und bestätigen, die spezial ausgebildete Pflege. Also nicht jede ausgebildete Kranken- oder Altenpflegerin kann und darf Palliativpflege machen, sondern muss den Palliativfachausbildung haben, was zwingend notwendig ist. Und da ist es gerade hier für die Wesermarsch gesprochen, so nördlicher wir kommen, so schwieriger ist das, dass die Pflegedienste nicht die Fachkräfte haben und auch keine Fachkräfte bekommen. Also da möchte ich auch nicht sagen, und das siehst du, denke ich, genauso, das geht nicht darum zu sagen, ach, die Pflegedienste machen das nicht, sondern es ist eben halt kein Pflegefachpersonal zu kriegen. Und ich glaube, was nach wie vor es auch schwierig macht, das Sterben zu Hause, dass die Angehörigen drumherum eben halt auch viel Angst haben vor dieser ihnen gestellten Aufgabe, weil zu Hause sterben bedeutet auch, dass jemand da sein muss.
Das, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, weil so schön es ist, zu Hause zu sein, aber es muss ja dementsprechend auch dafür gesorgt werden, dass die Versorgung auch vernünftig funktioniert. Und sind da manche, oder ich habe den Eindruck, da sind auch viele Angehörige dann überfordert und können das eigentlich, was sie laut Angehörigen gerne leisten sollen, gar nicht leisten, weil sie diese Ausbildung eben halt nicht haben. Genau, wir haben die Ausbildung nicht und dadurch, dass denn die Fachdienste, die sie unterstützen sollten, häufig fehlt, macht es natürlich noch mehr Angst und Sorgen. Und es geht eben halt, wenn ich als Krankenschwester zu jemandem reinkomme, dann kann ich zwar auch eine hohe Empathie aufbauen, aber es ist nicht mein Vater, nicht mein Mann, der dort stirbt, sondern das ist jemand, der jetzt innerhalb meines Berufes mir ans Herz gelegt wird und den ich auch mit Herz und so pflegen kann. Aber wenn ich denn selber davor stehe, es wäre mein Mann, ist die Situation, die emotionale, eine ganz andere. Und das macht natürlich auch einen gewissen Druck, die Angst, mache ich das falsch? Kriege ich das alles richtig mit? Habe ich das verstanden, was sie mir sagen? Was ist, wenn es sich so verschlechtert und es ihm ganz schlecht geht, dass er Schmerzen hat oder Atemnot hat? Also da ploppen bei den Angehörigen ganz viele Sachen aus. Was mache ich, wenn? Und das ist das, was eben ja auch Birgit schon sagte mit den Letzte-Hilfe-Kursen. Das soll eben halt auch eine Sicherheit mit für diese Angehörigen dann in diesen Kursen geben. Wie viele, kann man da Zahlen nennen, wie viele Betroffene gibt es denn hier in der Wesermarsch, die in Hospizeinrichtungen die zu Hause gepflegt werden? Gibt es da Zahlen? Es gibt sicherlich Zahlen von denen, die im hospizlichen Bereich, gibt es Zahlen, wie viele aber wirklich zu Hause gepflegt werden, von denen wir nicht wissen. Also da müsst ihr mit den Ärzten sprechen. Also, ja, aber um die ihr euch kümmert. Also wenn man da die Startzahlen. Ja, also jetzt für die Wesermarsch sind das ca. 100 Patienten, die wir mit nur in Hamm zusammen, wir und in eurem Bereich. Ja. Also nur die wir hospizlich jetzt. Und auf die kommen wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich dann kümmern? Das ist ganz unterschiedlich. Es ist so, wenn wir als Palliativnetzwerk eine Anfrage bekommen, ob wir eine Versorgung zu Hause gewährleisten können, dann fahren wir hin, wir schauen, was die Personen brauchen und besprechen das dann mit dem Pflegedienst, wie aufwendig das sein wird und wie viel sie dann auch an Zeit dort einsetzen können. Und dann danach entscheidet sich dann, ob wir die Personen überhaupt aufnehmen können in dem Netzwerk und ob wir sie dann auch begleiten können. Wenn es denn so ist, dass wir sie begleiten können, dann ist es auch so, dass die Personen zu Hause einen Notfallplan bekommen, dass sie eine Notfallbox bekommen mit Notfallmedikation und einer Telefonnummer, die für sie dann auch 24 Stunden erreichbar ist, sodass sie wirklich immer jemanden im Rückhalt haben, dass da jemand ist, der sofort auch Hilfe leisten kann. Das heißt, wenn sie dann anrufen, dann würde auch direkt ein Kollege rausfahren, der würde auch vor Ort mit einem Palliativmediziner Kontakt aufnehmen und besprechen, wie der Weg zu Hause weitergeht und was er dann da auch an Medikation vielleicht geben kann, damit die Person dann auch nicht wieder ins Krankenhaus zurück muss. Du hast gerade gesagt, auch gerade in dem freiwilligen Bereich, dass da Menschen gesucht werden, die sich engagieren, die sich vielleicht Zeit nehmen für sterbende Menschen, schlicht und ergreifend einfach Zeit nehmen, sei es mal da zu sein, zuzuhören. Und was muss jemand mitbringen, außer natürlich Empathie und außer ein bisschen Zeit, aber was muss jemand mitbringen, wenn er sich engagieren möchte? Gibt es da auch entsprechende Kurse, gibt es da Schulungen? Ja, es gibt da spezielle Schulungen und Kurse und auch nur dann geht auch jemand in die Begleitung. Das sind Kurse, die gehen über circa 76 bis 80 Stunden und beinhalten sowohl eine rechtliche Sache, aber auch eben halt das, was auch im Letzte-Hilfe-Kurs mit bei ist und ein Erste-Hilfe-Kurs ist mit drin, um wirklich für Notfallsituationen mitgeschult zu sein und eben halt, ich sag mal ganz grob, alles rund um das Thema Gesprächsführung und rund um das Thema Tod und Sterben. Und wir wünschen uns einfach Menschen, die eine offene, gesunde Haltung zum Thema Tod und Sterben haben und einfach darüber auch reden mögen. Und um das aber auch ganz klar zu sagen, es geht bei uns im Hospizbereich jetzt nicht darum, dass wir immer nur über das Tod und Sterben mit den Betroffenen reden, sondern wir wünschen uns einfach auch lustige Stunden. Und Birgit, es wird viel gelacht im Hospiz, ja, sehr viel. Wie lange seid ihr schon in der
Hospizarbeit aktiv beide? Also mit dem Herzen würde ich sagen, seit der Ausbildungszeit, also wirklich schon über 20 Jahre, dass mich das begleitet und dass ich diese palliative Begleitung einschlagen wollte, war mir auch schon von Anfang an klar. Und ich bin dann. Warum war es dir von Anfang an klar? Gab es da irgendwie einen Auslöser oder? Ja, tatsächlich war das die erste Sterbende, die ich begleiten durfte in meiner Ausbildungszeit noch. Und das fand ich sehr, sehr beruhigend. Das war eine ganz alte Dame und es war wirklich ein klassisches Sterben, was auch gar nicht schlimm aussah. Im Gegenteil, ich fand es wirklich sehr beruhigend und berührend, das begleiten zu dürfen. Es war für mich wie so ein Geschenk, dabei sein zu können. Und das hat mir die Angst genommen. Die Angst davor, sterbende Menschen zu sehen, weil es einfach, darf man sagen, es war ein schönes. Ja, klar. Das war klar. Schön, genau. Und seitdem habe ich gesagt, ja, das ist das, was ich möchte. Du hast gerade auch schon gesagt, du hast in einem anderen Bereich gearbeitet und jetzt aber auch schon eine Weile in der Palliativ. Ja, gar nicht so lange. Also doch, ich bin wirklich erst seit einem Jahr dabei. Ach, also letztes Jahr im März angefangen, aber das war wirklich so. Also mein Mann hat diese Stellenausschreibung gefunden und hat gesagt, ich glaube, das ist das Richtige für dich. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Ich sage, ich glaube, das ist das Richtige für mich. Und ich habe nicht einen einzigen Tag, nicht eine einzige Sekunde bereut, diesen Wechsel nochmal zu machen, diese ganzen Schulungen, die dafür notwendig sind, zu machen. Und ich gehe jeden Tag gerne in den Dienst und habe es gerne mit Gesprächen, so wie mit Birgit und so. Also so die ganze Palliativ-Vernetzung, die drumherum ist. Also ne, es ist gut. Kannst du das denn bestätigen, was Birgit gerade gesagt hat, wenn man mit dem Thema konfrontiert wird, mit dem Thema Tod? Das blendet man ja, wie gesagt, sonst gerne, vorhin schon im Gespräch gehabt, das Thema blendet man ja gerne aus, auch wenn es zum Leben dazugehört. Über eine Geburt wird gerne gesprochen, über den Tod natürlich nicht so gerne. Ist das Thema Tod ein anderes geworden? Ist das anders im Bewusstsein verankert jetzt? Ist die Angst davor nicht mehr so da, wenn man mit diesem Thema einfach in seinem Berufsleben ja permanent konfrontiert wird, mit Schicksalen konfrontiert wird, mit den Menschen konfrontiert wird? Also meinst du das ganz persönlich, meine Angst? Also, das meine ich jetzt ganz persönlich. Ja, meine Angst. Also ich habe immer noch eine gewisse Angst. Also ich sage immer, dadurch, dass keiner vom Sterben zurückgekommen ist und mir das sagen kann, wie das läuft und funktioniert, ist es was total Ungewisses. Und ich glaube, wenn man so aus dem medizinischen Bereich kommt, muss man viel ins Ungewisse reinarbeiten, aber man will viel Gewissheit reinbringen. Und ja, so bleibt eine Restangst, bleibt bei mir. Aber ich bin auch ganz zuversichtlich. Also da ich weiß, dass ich eines Tages sterben werde und ich Gott sei Dank nicht weiß, wann, nutze ich die Zeit, die da ist, so gut wie möglich. Und irgendwann hoffe ich, dass jemand so wie Birgit oder so dann auch an meiner Seite steht und sagt, so Frauke, jetzt machen wir es mal auf den Weg mit dem Sterben hier. Das Netzwerk, wir haben schon gehört, sind viele mittlerweile beteiligt und viele haben gesagt, da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Aber das gesagt, es könnten durchaus noch mehr werden, so ein bisschen was fehlt noch. Was fehlt denn? Wie sieht denn generell, wenn ich da eingrätschen darf, die Finanzierung aus? Der Landkreis unterstützt das mit? Genau. Natürlich freuen wir uns immer über Spenden, sei es über größere Spenden von Organisationen und Firmen, aber auch über jede kleine Spende sind wir sowohl im Palliativ- wie im Hospizbereich immer unendlich dankbar. Wo man spenden kann, wird man mit Sicherheit auf eurer Webseite finden. Korrekt. Die werden wir auf jeden Fall auch noch einblenden. Super. Und vielleicht findet sich der ein oder andere da draußen, der eure wertvolle Arbeit unterstützen möchte, entweder finanziell oder aber, indem er sich zum Sterbebegleiter oder Sterbebegleiterin ausbilden lässt und sich ehrenamtlich ein bisschen einbringt.
Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber aus den Gesprächen mit Sterbebegleitern, dass es sehr berührend, sehr bewegend und sehr bereichernd ist. Alle Fälle. Eine wertvolle Arbeit, die ihr leistet. Danke für euren Besuch hier im Studio. Alles Gute für eure Arbeit, für euer Netzwerk, auf das sich viele weitere Partner finden werden und sich daran beteiligen. Einen dieser Partner werden wir in der nächsten Woche kennenlernen, denn wir werden uns um, das werde ich mir wahrscheinlich so schnell nicht mehr merken können, Parenterale. Ja! Ich wusste es, ich kriege das nicht zusammen. Aber ich muss es ja auch gar nicht wissen, weil das wissen dann meine Gäste, die sich nämlich genau um dieses Thema kümmern und die in der nächsten Woche ein bisschen was zu diesem Thema werden erzählen können. An diesem Platz werden sie Platz nehmen und werden mir meine Fragen beantworten und ihre Fragen, die sich jetzt möglicherweise aufgetan haben, werden die dann auch beantworten können. Informieren können Sie sich auf der Webseite vom Palliativnetzwerk Wesermarsch und Sie können sich über uns natürlich auch informieren und zwar zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite, denn da werden wir diese Sendung natürlich auch wie immer veröffentlichen, aber da lohnt es sich sowieso regelmäßig drauf zu gucken, weil wir auch andere Sendungen, auch mal Radiobeiträge veröffentlichen und sonstiges, was Sie wissen müssen. Sie müssen wissen, dass wir in der nächsten Woche wieder für Sie da sind. Dann nehmen wir wieder Platz an diesem Stammtisch. Die Gäste habe ich Ihnen schon genannt. Und Sie müssen nur noch den Fernseher einschalten und wieder mit dabei sein. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.